Adanos segne dich, mein Sohn. Ein Segen? Wofür? Du hast eine schwere Zeit vor dir. Deine Entscheidungen werden Auswirkungen auf das ganze Land haben, auf alle Menschen und Tiere, die darauf leben. Also bedenke deine Taten gut und handle nicht vorschnell. Du könntest so viele unwissentlich ins Unglück stürzen. Was soll ich tun? Finde Zardas. Das ist das Wichtigste. Niemand weiß, zu was er imstande ist oder was er plant. Und diese Unwissenheit ist zu gefährlich für uns alle. Mensch, du siehst ja richtig mitgenommen aus. Ist dir eine Höhle auf den Kopf gefallen, oder bist du die letzten Jahre auf einem Schiff eingesperrt gewesen? Irgendwie beides, aber mach dir nichts draus. Du siehst auch nicht viel besser aus. Ja, die Orks haben mir übel mitgespielt. Ich wollte eigentlich nach Adar, dem letzten freien Dorf in Mutanna. Punkt. So frei war es gar nicht. Deswegen bin ich auch hier geblieben. Ihr habt da oben ja eine tolle Feier veranstaltet. Das hat sogar der Kriegsherr in Faring gehört. Meine Freunde und ich haben uns um die ungebetenen Gäste gekümmert. Was? Du warst da oben, schaut und gläubig. Dann bist du vielleicht doch nicht so unnütze wie der Riss der wandernden Banditen. Wer sagt, dass ich ein Bandit bin? Ich hab dich vom Strand kommen sehen. Nur Banditen und Flüchtlinge laufen in diesen Tagen am Strand lang. Frag Lester, wenn du mir nicht glaubst. Er hat aber nicht mit euch gekämpft. Der ist vor kurzem hier angekommen. Welcher Bandit legt sich mit einem Haufen Orks an? Vielleicht bist du ja verrückt. Oder ein unglaublicher Glückspilz. Naja. Eigentlich hast du einen ganz vernünftigen Eindruck gemacht. So von Weitem. Seltsam, das gleiche habe ich auch von dir gedacht. Jetzt weiß ich aber, dass ich mich geirrt hatte. Ich liebe solche Wortgefechte, aber wahrscheinlich hast du dafür keine Zeit. Da hast du verdammt recht. Okay, hör zu. Ich bin nicht ganz ehrlich gewesen. Die Orks haben mich nicht grundlos verjagt. Kein Wunder. Du siehst wie ein Dieb aus. Dieb? Lardo? Nein, mein Freund. Ich bin kronloyal. Du hast einen großen Beutel, spuckst schon aus, was hast du anzubieten? Ich sehe schon, du bist wahrlich nicht auf den Kopf gefallen. Du scheinst auch kein Räuber zu sein, sonst wäre ich wohl schon tot. Hast ja ganz schön lang für diese Erkenntnis gebraucht. Also, was verkaufst du? Okay, hör zu. Ich verkaufe keine Sachen, ich tausche sie. Meist bleibt der Wert gleich. Ich tausche Waffe gegen Waffe, plus einem kleinen Entschädigungsbetrag. Schließlich muss ich auch von etwas leben. Ach, bevor ich es vergesse. Es ist mein Prinzip, dass ich mit jeder Person nur einmal tausche. Dann lass mal hören, was Lado der Kronloyale zu bieten hat. Wichtiger ist, was du mir geben kannst. Ich hab ein Auge auf das Schwert geworfen, welches du hattest, als du vom Strand gekommen bist. Dein Bogen machte auch einen robusten Eindruck. Du meinst meinen Orkschlechter und den Jagdbogen? Ganz genau, die meine ich. Darf ich sie mir einmal näher anschauen? Na, Finger weg. Du bekommst sie erst, wenn ich weiß, was du zu bieten hast. Öffne jetzt deinen Beutel, Lado. Ich werd langsam ungeduldig. Lass mich mal schauen. Stäbe, Schriftrollen, ein paar Tränke, Werkzeug für erfolgreiche Schlossöffnungen, einen Degen und... Punkt. Und? Hast du eine Ratte in deinem Beutel gefunden? Was? Nein. Ich hatte gerade überlegt, woher dieser Schild kommt. Du trägst einen Schild mit dir herum und hast es nicht einmal bemerkt?
Ich tausche mir jeden Tag mit dutzenden Kerlen wieder mein Zeug. Den Schild habe ich wohl vergessen, der ist aber auch leicht. Kommen wir zum Geschäft. Nun, ich würde deinen Bogen gegen den eben gefundenen Schild eintauschen. Oder dir für einen Orkschlechter einen Degen geben. Wenn du alles tauschen möchtest, kann ich dir einen zweihändig geführten Kampfstab und eine Schriftrolle anbieten. Geschickt und schnell, der Degen ist mein. Hier ist mein Orkschlechter. Moment, was ist das? Das Schwert ist ja stumpf. Tausch ist Tausch, der Degen gehört mir. An diesem Tausch könnte ich vielleicht Freude haben. Irgendwann, wenn du stirbst und ich dir den Degen abnehmen kann. Pass auf, dass du dich nicht schneidest. Mehr will ich nicht. Mehr würdest du auch nicht bekommen. Wir hatten unseren Tausch. Leider nichts Außergewöhnliches. Hab ich zumindest die 50 Goldstücke in der Tasche. Irgendwann finde ich schon einen Armeeren, der mir sein Gold praktisch schenken will. Der da sieht so aus, als ob er Gold hätte. Ich hab damit kein Problem. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Ich bin neu hier. Schön für dich. Ich bin schon ziemlich lange hier. Dann kannst du doch sicher einem Freund helfen? Du behauptest, ein Freund zu sein und willst, dass ich dir etwas unter die Arme greife? Genau. Wie kann ich dir zeigen, dass ich es ernst meine? Indem du dich erstmal um meine Freunde kümmerst. Ich habe seit einigen Wochen keinen Kontakt mehr zu früheren Kameraden. Wenn du ein Reisender bist, kommst du sicherlich an vielen Orten vorbei. Mich hält es nie lange an einem Ort. Nun, das ist eine Sache. Ich möchte von meinen Freunden hören. Wenn sie noch leben, will ich wissen, wie es um sie steht und ob sie sich den Rebellen angeschlossen haben. Was soll ich ihnen sagen, wenn sie für die Orks kämpfen? Nun, auch wenn wir früher Seite an Seite gekämpft haben, heißt das nicht, dass wir es heute tun würden. Verstehe. Wie heißt der Freund, der diesem Ort am nächsten ist? Ich denke, es wird Mason sein. Mason war lange Zeit mein Waffenbruder im Kampf gegen die Orks. Jetzt wird er wohl bei Montera sein. Ich hatte gehört, dass er sich einer kleinen Rebellengruppe anschließen wollte. Weißt du sonst noch etwas über Mason? Ja, er hat vor einiger Zeit einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Irgendwie hat er seitdem einen Guttick. Kühe? Hat ihm ein Ogre eine verpasst? Hey, er kann nichts dafür. Ist ja schon gut. Finde ich in dieser Region noch einen deiner Freunde? Ja, wahrscheinlich Rocco. Wir haben im Norden Myrtanas gegen die Orks gekämpft. Der Kommandant hat ihn dann in eine Truppe nahe Faring gesteckt. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Faring? Wie bist du dann nach Redor gekommen? Ich habe lange mit Javier den Schwertarm geschwungen. Solange Javier eine Chance auf den Sieg sieht, werde ich mit ihm kämpfen und ihm überall hin folgen. In Ordnung. Wie ist der Name deines dritten Freundes und wo könnte er zu finden sein? Der dritte heißt Peer.
Und genau um ihn mache ich mir am meisten Sorgen. Verstehe mich nicht falsch, er ist ein guter Kämpfer. Allerdings lässt er sich zu sehr vom Goldgeklimper beeinflussen. Er könnte sich also den Ork-Söldnern angeschlossen haben? Nein, ich meine, er könnte auf die schiefe Bahn geraten sein. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber für ihn war das schnelle Geld immer ein Grund zur Freude. Für Diebe gibt es in den Städten sicher viel zu holen. Hast du eine Idee, wo er sich jetzt herumtreiben könnte? Das ist richtig. Wenn es stimmt, was man über die Städte Geldern und Treles sagt, wird er wohl dort das große Geld suchen. Wobei, Geldern könnte eine Nummer zu groß sein. Versuch es in Treles. Treles also. Ich kümmere mich um die wandernde Ork-Patrouille. Na gut. Pass aber auf, dass sie unser Lager hier nicht finden. Ich werde der Ork-Patrouille auf dem Bauernhof einen Besuch abstatten. Sei vorsichtig. Wenn sie dich für einen Rebellen halten, werden sie dich auseinandernehmen. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Du siehst nicht aus wie ein Holzfäller. Ich denke, dein Platz ist eher bei den Kriegern, unten in der Höhle. Wie läuft's? Nicht so gut. Wir wurden von aggressiven Wildschweinen von unserer Arbeit vertrieben. Ich habe es den Kriegern schon gesagt, aber die haben nur den Kampf gegen die Orks im Kopf. Wenn diese Biester nicht bald verschwinden, können wir nicht weiterarbeiten. Was gibst du mir, wenn ich die Wildschweine an eurem Arbeitsplatz töte? Ich bin nur ein einfacher Arbeiter und habe nicht viel. Aber wenn du uns diesen Dienst erweist, gebe ich dir 30 Goldmünzen. Ich erledige die Wildschweine. Wo sind sie? Du steigst die Treppe hier rauf und gehst ein Stück nach Osten in den Wald. Verstehe.
Die aggressiven Wildschweine sind erledigt. Ihr könnt wieder an die Arbeit gehen. Endlich mal jemand von euch, der sich um unsere Sorgen kümmert. Danke, Krieger. Hier hast du mein Gold. Ich bin etwas schreckhaft. Tut mir leid. Was kann ich für dich tun? Wer bist du? Mein Name ist Sebastian. Ich bin der Alchemist hier in Redok. Du trägst die Kleidung eines Feuermagiers. Vor dem Krieg war ich hoher Magier des Feuers.
Es kam der Tag, an dem wir Feuermagier unsere Runenmagie verloren. Und kurz darauf war der Krieg vorbei. Die Robe ist alles, was mir von meiner Würde geblieben ist. Warum habt ihr Feuermagier die Magie verloren? Ich habe schon viele schlaflose Nächte hier verbracht, um diese Frage zu beantworten. Ich weiß nur, dass wir den Orks ohne die Runenmagie nicht mehr viel entgegensetzen konnten. Viele Feuermagier wurden getötet. Und die, die das Fiasko überlebten, flohen in die Wälder. Was wirst du nun tun? Ich werde hier in Redok bleiben und die alten Schriften unserer Vorfahren studieren. Legenden besagen, dass das alte Volk eine eigene Art der Magie besessen hat. Sie war völlig losgelöst von Hilfsmitteln wie unseren Runen, von denen wir unsere Macht bezogen. Erzähl mir mehr über die Magie des alten Volkes. Sicher ist nur, dass es das alte Volk gegeben hat. Und man ihre alten Artefakte in ihren Ruinen auch heute noch überall finden kann. Der einzige Weg, mehr über ihre Magie zu erfahren, ist, die Geheimnisse dieser Ruinen zu lüften. Alle überlebenden Feuermagier untersuchen das alte Wissen. Erzähl mir mehr über die Artefakte des alten Volkes. Die Orks sind wie besessen auf der Suche nach diesen wertvollen Relikten. Jeder Händler im Land weiß das und wird dir einen entsprechend hohen Preis dafür bieten. Viele Artefakte sind auch für uns Magier von hohem Wert, so wie die Feuerkelche zum Beispiel. Was ist an den Feuerkelchen so Besonderes? Die Feuerkelche sind uralt und gelten als verschollen schon seit vielen Jahren. Es heißt, dass sie mächtige magische Fähigkeiten besitzen. Aber ich bin kein Experte. Wenn du einen Feuerkelch finden solltest, dann bringe ihn zu meinen Ordensbrüdern nach Nordmar. Sie werden dir mehr darüber sagen können als ich. Erzähl mir etwas über Alchemie. Es ist die einzige Möglichkeit, sich ohne die Magie zu heilen und zu stärken. Ich bin kein Experte, jedoch reichen meine Fähigkeiten aus, Redok mit dem Nötigsten zu versorgen. Lehre mich dein Wissen über Alchemie. Das werde ich gerne tun. Ich habe nur leider gerade nicht genug Zutaten da, um es dir zu zeigen. Wenn du mir 10 Heilpflanzen besorgen kannst, teile ich mein Wissen mit dir. Ich besorge dir Heilpflanzen. Diese Pflanzen wachsen fast überall. Ich denke, es wird kein Problem für dich sein, sie zu finden. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können.